Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Genau, ihr Lieben, wir spielen mal wieder eine Runde Satisfactory Plus. Ja, das ist einfach nur mega. Ja, ich würde jetzt ganz gerne noch eben schnell die Dingens machen. Die Schrauben, die 500 Stück. Die gehen eigentlich auch relativ schnell. Und dann können wir da auch gleich schon die Kettensäge fabrizieren. Wir haben doch schon... Ach, guck mal, wir haben sogar schon Biomasse. Das ist mega. So, wieder 500 Schrauben brauchen wir. Wir brauchen hier viele Schrauben, ne? Also, wir müssen hier so viel aufbauen, das wird... Nicht ohne. Wie gesagt, ich erkunde die Mod. Ich habe von der Mod überhaupt keine Ahnung. Wir schauen uns das ganz einfach mal an. Und dann schauen wir einfach mal. So, wir brauchen auf jeden Fall 200 Eisenstangen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 93. Dafür brauchen wir tatsächlich dann noch mal ein paar Dingens hier. Schwupp. Da ist nichts drin. Das ist nicht gut. Jetzt brennt man da die Sicherung durch. Das ist auch nicht gut. Jetzt läuft das Ganze wieder. Und derweil hole ich mal eben hier hinten schon mal noch mal ein bisschen was. Und wenn wir dann das erste Fundament setzen, würde ich mir das Grid ganz gerne eigentlich aus meinem Let's Play Spielstand holen, dass ich mich da quasi genauso ausrichten kann wie hier auch, in der Hoffnung, dass das dann auch vernünftig passt, ne? Aber dann müssen wir mal schauen. So, wie viel brauchen wir jetzt noch? Ah, 93 reicht. Ja, und eine Sache müssen wir leider machen. Das zeige ich euch gleich. Auch wenn ich es eigentlich nicht mehr müsste, aber... So, jetzt haben wir eben die 500 Schrauben durch. Ich weiß, es ist gerade echt ein bisschen nervtötend, aber wir müssen hier... Bis die erste Produktion wirklich läuft, wird es hier echt noch ein bisschen dauern. Da müssen wir viel, viel von Hand craften. Das ist leider nun mal so. Das geht alleine auch schon bei den Fundamenten los. Braucht so viel für die Fundamente. Das ist echt der Oberknaller. Aber dafür könnte es richtig cool werden. Weil die Mod ist, glaube ich, nicht ohne. Also bis jetzt hat sie mich im Positiven mega überrascht. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Denn die ist nämlich echt mega nice. So, haben wir gleich die 500 voll. Perfekt. So, damit das Ganze dann aller Ruhe vonstatten geht, werden wir das Ganze jetzt mal hier reinfügen. Und hauen hier mal die 500 Schrauben rein. Die 500 Schrauben laufen dann jetzt einfach hier durch. Und werden dann nicht da reingesetzt. Warum auch immer werden die dann nicht reingesetzt. Weil ich keinen Strom mehr habe, richtig? Ja, ich habe keinen Strom mehr. Okay, pass auf, dann müssen wir noch mal eben kurz fixen. Ein bisschen Biomasse sammeln. Bevor wir dann die Kettensäge tatsächlich haben. Aber dann machen wir jetzt gleich schon mal so ein bisschen normale Biomasse. Denn mit der normalen Biomasse
rennen die Dinger natürlich schon ein bisschen länger, ne? Na komm. Danke sehr. So, einfach nochmal ein bisschen sammeln hier. Nichts Wildes. So, 288. Machen wir, glaube ich, mal ein 500er Stack einmal voll, ne? Perfekt. So. Also ich kann euch jetzt schon eins versichern, die Dinger hier werde ich definitiv nicht einbauen. Die bleiben schön draußen stehen, weil die so mega hoch sind. Das wird da, glaube ich, nicht so ganz funktionieren. So, machen wir jetzt erstmal eben ein bisschen Biomasse für Holz. Dann haben wir das nämlich auch schon mal eben weg. So, schwupp. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Biomasse. Einmal so. Okay. Gut. Dann wollen wir das Ganze mal hier reinhämmern. Und jetzt seht ihr auch oben rechts, laufen die Schrauben quasi jetzt entspannt da rein. Und wir schauen mal, was wir direkt als nächstes machen. Da wäre, glaube ich, nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Forschung als nächstes machen würden. Wie kann ich das denn hier rausziehen? Oh. The Research Queue. Kann ich das denn jetzt nicht hier reinfügen? Okay, wir nehmen auf jeden Fall als nächstes die MAM. Also brauchen wir jetzt erstmal, ja, 200 Beton am Start. Da brauchen wir erstmal ein bisschen was. Warte mal, habe ich hier drüben... Ach ne, das Ding habe ich abgerissen. Ups. Achso, genau, eine Sache noch vorweg. Und zwar, wir haben ja hier noch diesen wunderbaren Weihnachtskalender. Den würde ich sagen, snacken wir uns auch nochmal eben kurz einmal komplett leer. Haben wir einmal die 1. Nach der 1 kommt die 2. So, nehmen wir das, weil da sind nämlich noch ein paar Sachen drin, die man nämlich noch ganz gut gebrauchen kann. Brauchen wir die 3. 3, 3, 3. Da ist die 3. Dann haben wir die 4. 4, 4, 4, 4. Wo war die 4? Da ist die 4. Dann haben wir die 5. 5, 5, 5, 5. Da ist die 6. Wobei wir das Ganze ja schon im Singleplayer gemacht haben. Ne? Machen wir jetzt mal die 5. Ups, dann machen wir die 6. Dann haben wir die 7. Dann haben wir die 8. 8, 8, 8. Die war da unten. Dann nehmen wir die 9. Die war da oben. Dann die 10. 10, 10, 10, 10, 10. Wo war die 10? Finde ich gerade nicht. So, da haben wir die 11. Dann die 12. Dann die 13. Dann die 14, da ist die 15. Wo ist die 14? Da ist die 14. Dann die 15.
Die 16. 16, 16, 16, 16. Wo ist die 16? 18. Da ist die 16. Dann die 17. 17, 17, 17. Da oben. Die 18. Die 19. Dann haben wir die 20. Die 21. Die 22. Die 23. Die 24. Und die 25. Dann haben wir die nämlich alle mal komplett nochmal geplündert. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal hier, was wir nicht brauchen. Unter anderem Blätter, Farbpatronen, Schnecken weg, das weg. Also alles, was jetzt irgendwie mit Weihnachten zu tun hat, verschwindet. Wirklich brauchen tun wir das ja eh nicht. Ist jetzt Aufgang oder Speicherfreeze? Ich glaube, mein Satisfactory hat sich gerade aufgehangen. Bin gleich wieder da, Jungs. So, da bin ich wieder. Hat sich das Spiel echt tatsächlich aufgehangen und deswegen. Das war jetzt nicht so fein. So, was brauchen wir jetzt? 200 Beton, hat man gesagt, ne? Das machen wir mal eben fix. So, und derweil die Schrauben laufen weiter rein. Das ist schon mal ganz gut. Kann man sich in Ruhe auf das nächste Zeug hier vorbereiten. Bin ich echt mal gespannt, ey. Es ist so verrückt. Vor allem, man muss jetzt so viel umdenken, weil man... Eigentlich ist es fast ein komplett neues Spiel, muss man mal ganz klar sagen. Wie gesagt, wir werden hier noch so viel von Hand craften müssen, bis die erste Produktion wirklich läuft, dass uns das zumindest schon mal so ein Material abgenommen wird. Aber ihr seht ja jetzt schon, was wir jetzt hier alles machen können, ne? Das ist so... Oh, ich weiß auch nicht. Übel, ne? Vor allem, wenn wir jetzt alleine mal anfangen hier, ne? Schrauben, klar, ne? Eisenplatte, klar. Kupferschiene zum Beispiel ist neu. Zinnplatten sind neu. Kupferstangen sind neu. Zinnstangen sind neu. Eisenblech ist neu. Zinnblech ist neu. Ja, der Eisendraht, ne, der Zinndraht, das ist alles neu. Das sind jetzt schon 8, 9 Produktionen, die da, ich sag mal, ja, jetzt schon alle dazugekommen sind, die natürlich auch alle mehr Strom fressen und es wirklich alles läuft über, ne, Betonproduktion. Ja, ich glaube, das wird echt noch ein paar Folgen dauern, bis die erste Produktion wirklich akkurat läuft, ne. Und dass man dann auch irgendwo mal ein bisschen Grundmaterial reinkriegt. Ich denke, das wird echt übel. Vor allem bin ich ja mal gespannt, was uns da sowieso noch alles erwartet, ne? Weil ich würde euch ganz gerne jetzt in dieser Folge nochmal kurz die Mam, wie gesagt, freischalten. Und mal gucken, was die noch so zu bieten hat, ne? Weil da würde ich auch ganz gerne mit euch nochmal reinschauen. Aber jetzt machen wir erstmal, wie gesagt, die Kettensäge fertig. Damit ist dann schon mal viel geholfen. So, schwupp, haben wir. Nächste ist... Oh, schon, dann brauchen wir jetzt 200 Eisenblech. So, für 200 Eisenblech braucht man mindestens erstmal 100 Eisenplatten. Meine ich, wäre es gewesen. So, ihr seht, um die Schrauben ist gleich voll und jetzt gleich startet ganz automatisch unser Pot und schaltet uns das Ganze quasi frei. So, jetzt startet er.
So, jetzt können wir gleich die 100 Eisenblech machen. So, dann brauchen wir als nächstes noch 200 Schrauben. Und dann haben wir auch da schon mal das soweit alles vorbereitet. So, okay, dann fangen wir an mit dem Beton. Lassen wir den erstmal hier reinlaufen. Ja, ich muss da nochmal gucken hier. Das ist, wie das hier. Ah, da muss man draufklicken, okay. Also, als nächstes auf jeden Fall erstmal die Forschung. Das hat erstmal Priorität. So, und dann, ja, ist fraglich. Was machen wir dann als nächstes? Die Splitter hier wären nicht schlecht, glaube ich. Das Förderbänder ist erstmal unwichtig. Guck mal hier zum Beispiel, das müssen wir auch Förderbänder hier von Dingens herstellen hier, ne? Also Erdsortierung, da müssen wir auch nochmal gucken. Verbesserte Fertigung, das ist erstmal unwichtig. Glaswände ist auch erstmal unwichtig. Blaupausen sind erstmal unwichtig. So, Item Hopper. Item Dispenser wäre nicht schlecht. Aber da müssen wir mal gucken. Ja, das ist erstmal unwichtig hier. Erstmal unwichtig. Dann wäre der Schredder danach, glaube ich. Waysome Lagercontainer Schredder. Hat einen Eingang und Ausgang für Förderbänder. Benötigt Strom. Ohne Strom werden keine Gegenstände ein- oder ausgelagert. Gegenstände im letzten Slot werden einfach geschreddert. Okay. WTF. Wir lassen die beiden erstmal drin und dann bauen wir mal als nächstes. Genau, so, dann holen wir uns mal eben die Blaupause oder die Sachen für die Kettensäge. Und da brauchen wir jetzt einmal 5 verstärkte Eisenplatten. Da ist das Rezept hier auch schon einmal komplett über den Haufen geworfen worden. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen ein paar Eisenbarren. So, dann brauchen wir erstmal 15 Draht. Haben wir. So, jetzt brauchen wir dazu noch 25 Eisenstangen.
Haben wir. Dann brauchen wir 20 Eisenplatten. Haben wir. Jetzt machen wir die 5 verstärkten Eisenplatten. Haben wir. So, und dann fügen wir jetzt mal eben die 200 Kupferblechen zu. Einmal sortieren. Ach, ich habe nur 100 gemacht, ich Depp. Und da ist mein Spiel wieder weg. So, da bin ich wieder. So, jetzt muss man noch mal eben ein bisschen Waren machen. Ja, das ist halt ein bisschen der Nachteil, ne? Das ist halt, dass es mal abstürzt, aber mein Gott, ich finde, es gibt Schlimmeres. Müssen mal gewisse Sachen noch eben einmal machen. So, und ja, dann können wir jetzt gleich schon mal eben die Schrauben und... Aber ich sehe gerade, ja, wir haben tatsächlich zu wenig gemacht. Und da müssen wir dann nochmal eben ran. Dass wir nochmal ein paar mehr Eisenbleche machen. Aber ich weiß gar nicht, warum das Spiel sich jetzt so aufhängt. Ich habe gestern auch 2-3 Stunden privat gespielt. Und hatte dabei weiß Gott nicht solche Probleme. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Naja, aber okay. Das ist halt so, wenn man Mod spielt, da darf man sich nicht beschweren. Und das tue ich auch, weiß Gott nicht. Gibt da nämlich keinen Grund für. Habe ich noch zu wenig gemacht. Also. Wir müssen sowieso ein bisschen mehr machen, glaube ich, ne? Ja. Okay, so, dann machen wir jetzt erstmal eben die 5 verstärkten Eisenplatten. Ah. Und dann machen wir nochmal eben 100 Eisenbleche. Wenigstens die Schrauben habe ich genug gemacht. So, jetzt haben wir tatsächlich genau 200. Dann packen wir die auch noch direkt da rein. So, jetzt brauchen wir noch... Jetzt habe ich 160 Schrauben zu wenig. Ihr merkt, Handcraften, es tut mir furchtbar leid, aber da kommen wir nicht drum rum. Das ist leider nun mal so. Ich bin nur froh, dass ihr ungefähr alle 2 Minuten speichert. So, jetzt brauchen wir noch, ja, wie gesagt, 160 Schrauben, ne? So, und dann bauen wir gleich noch einmal kurz die Mem. Und dann, ja, müssen wir auch leider schon Schichten machen, denn ich muss nämlich tatsächlich jetzt gleich auch mal arbeiten. Ah, schon wieder zu wenig Eisenstangen.
Was bin ich froh, wenn das vorbei ist. Zumindest am Anfang. So, okay. Dann einmal fix die Kettensäge. Craften bitte. So, und dann haben wir die nämlich schon mal. Dann können wir die schon mal ausrüsten. So. Jetzt brauchen wir noch einmal die MAM. Dafür brauchen wir 5 verstärkte Eisenplatten. Also ein paar Eisenbarren machen. Und wir brauchen wieder Draht. So, wie viel brauchen wir? 55. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Eisenstangen. Dann brauchen wir noch ein paar Kabel. Dann können wir jetzt die verstärkten Eisenplatten machen. Und dann können wir jetzt einmal die MAM bauen. So, die baue ich jetzt erstmal hier ganz entspannt einmal hin. Und schwupp. So, okay Freunde, jetzt haben wir einmal hier die MAM. So, wir fangen mal an. Wir gucken mal in die Alien-Organismen rein. Ihr seht auch, das sieht schon ganz anders aus hier, ne? Sieht aber alles gleich aus. Hier scheinen wir die Pistole zu kriegen. Das hier sieht nach Inventarplätzen aus und solche ganzen Geschichten. Natürlich Umwelt. Das hier sieht ganz anders aus. Hier gibt es wohl irgendwie eine Flüssigkeit oder so, die ich daraus herstellen kann. Wieder irgendwelche Inhalatoren. Da ist irgendwas mit einem Dogo, glaube ich. Hier, das finde ich zum Beispiel, das ist ein Mycelium. Da gibt es eine Webmaschine. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Da brauchen wir aber 200 Mycelium für. Hier die Beeren gibt da nochmal Inventarplätze. Gut, das ist das Weihnachtsevent, das ist ja unwichtig. Dann haben wir hier den Power Suit. Damit werden wir uns auch mal so ein bisschen auseinandersetzen, weil das ist nämlich auch eine richtig coole Mod eigentlich. Dann haben wir hier da so zum Strom so ein paar Upgrades. Unbekanntes Mineral. Keine Ahnung, wann das ist. Das müssen wir alles wahrscheinlich freischalten später hier. Da ist auch noch ein ganzer Haufen. Dann haben wir hier so ein paar Sachen, also das ist echt, zieht's euch rein, was man hier alles freischalten kann. Es ist der Wahnsinn. Und das Schöne ist ja die Refined Power Mod und die Fixed Farming ist ja auch mit drin. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ich werde mir jetzt mal eine Sache noch vorbereiten. Und zwar, wir haben ja schon die Fundamente. Und dafür würde ich sagen, stelle ich jetzt schon mal auf Screen Material für ungefähr 100 Fundamente her. Und ich werde das erste Fundament setzen, wie ich es in meinem Spielstand auch habe. Das heißt, da muss ich dann mal dementsprechend gucken, dass ich das gesetzt bekomme. Und dann werden wir darauf dann dementsprechend unseren ersten Bohrer hier dementsprechend auf dem Fundament setzen. Und dann geht es auch langsam vorwärts. Okay, Freunde, würde ich sagen, wenn es mir gefallen hat, Daumen nach oben, auch wenn das Spiel heute ein paar Mal abgestürzt ist. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist halt nun mal das Risiko, wenn man mit Mod spielt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Tag.